Moin moin Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Lang ist her, dass zuletzt ein Tutorial kam, doch heute ist mal wieder eins da. Und wir werden heute in diesem schicken Video ein automatisches Burgtor in Minecraft bauen. Das ist nämlich eine ziemlich coole Sache. Das könnt ihr vielleicht in eure Burg einbauen oder sonst irgendwo, wo ihr das Ganze auch gebrauchen könnt. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie das Ganze funktioniert. So sieht es nämlich aus. Hier ist das Tor, das ist momentan noch geschlossen. Gehen wir mal runter zum Input, drücken den Hebel und wie ihr seht, geht nun das Ganze auf. Nun können wir hier durchlaufen. So. Jetzt gehen wir wieder runter zum Input, drücken nochmals den Hebel und nun geht das Ganze auch wieder zu und jetzt kommen wir auf gar keinen Fall durch. Das Ganze werden wir in diesem Video nachbauen, also seid gespannt. Los geht's nach dem Intro, aber zuvor möchte ich noch erwähnen, ich habe einen eigenen Discord-Server und ihr könnt da sehr gerne drauf kommen, denn hier könnt ihr coole Sachen machen, wie gemeinsam talken, gemeinsam schreiben, gemeinsam Memes austauschen. Ihr könnt euch selber coole Ränge geben und noch vieles mehr. Also deswegen würde ich sagen, kommt gerne auf meinem Discord-Server, wenn ihr Bock habt, wenn ihr Discord nutzt. Und wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr natürlich auch jederzeit wieder liefen. Aber draufschauen lohnt sich auf jeden Fall, dann weiß man mal, wie das Ganze aussieht. Aber dann würde ich jetzt trotzdem sagen, los geht's mit dem Burg-Tutorial nach dem Intro. Viel Spaß! So, um das Ganze nun nachzubauen, benötigt ihr folgende Materialien. Ein Beobachter, 14 Verstärker, 5 Stick Pistons, 9 normale Pistons, Redstone sowie 5 Fackeln. Das Redstone habe ich jetzt nicht abgezählt. So, als erstes gehen wir hier 5 Blöcke nach oben und 2 Blöcke nach rechts hin. Das müsst ihr berechnen. Hier wird später euer Burgtor sein. Das heißt, das müsst ihr dann eben so tief bauen, dass es für euch passt. Also das hier ist euer Burgtor, 3x3. So sieht es dann später aus. So, das können wir dann an der Stelle jetzt auch wieder abreißen. So, dann fangen wir hier mit dem einen Block an, setzen davor einen Redstone bauen. Einen Block runtersetzen, dort ein Sticky Piston rein und darauf ein Block. Dann hier auf der rechten Seite ein Piston, der 4 Ticks hat, 3 Redstone davor, darauf wieder 3 Verstärker sowie 3 Sticky Pistons davor und auf die 3 Sticky Pistons 3 normale Pistons. Wenn wir das haben, geht es auch hier nun weiter mit einem Beobachter, den setzen wir hier drauf und dann bauen wir hier so eine kleine Plattform mit euren Baublöcken und dann können hier hinten 3 Redstone hin und davor 3 Redstone Verstärker. Anschließend nehmen wir einen Hebel und testen das Ganze. Wenn wir den betätigen, geht das Ganze hoch. Genau, perfekt. Und ja, so muss es aussehen. Okay. So, dann setzen wir hier eine Fackel, ein Block, eine Fackel, ein Block, eine Fackel, ein Block, eine Fackel und nochmal ein Block sowie eine Fackel. Also insgesamt 5 Redstone-Fackeln übereinander müsst ihr setzen. Dann setzt ihr hier nochmal einen Block drauf und vor bzw. neben die Redstone-Fackel nochmal einen Block. Wenn deshalb setzt ihr hier da davor nochmal einen Stiegepisten an den eben gesetzten Block ran und darauf kommt natürlich auch nochmal ein Block sowie ein Redstone. Wenn ihr dann alles richtig gemacht habt, sollte der Pisten hier schon mal ausfahren. Als nächstes setzen wir hier einen Block hin mit einem Verstärker, der auch wieder 4 Ticks hat, also komplett nach hinten machen. Und ja, das habe ich jetzt ein bisschen gefailt hier. Okay, dann setze ich hier quasi so Blöcke hin, einen der auf dem Redstone-Verstärker zeigt, einen darunter. Dann setze ich hier 3 Redstone hin, darüber genau nochmal das gleiche. Und wenn wir das haben, bauen wir hier vor nochmal eine Reihe hin. Hier kommen nun wieder Verstärker hin. Oben setzt ihr einfach 3 Verstärker hin. Und unten jetzt aufpassen, hier auch 3 Verstärker. Allerdings müssen die 3 Ticks haben. Das heißt, 1, 2, 1, 2 und dort drüben auch nochmal 2-mal draufklicken. Dann habt ihr 3 Ticks. Wenn wir das haben, setzen wir hier oben an die Redstone-Verstärker daran. Da müsst ihr drauf achten. Hier 3 normale Pistons. Und ja, so sieht das Ganze dann aus und dann setzen wir unter die 3 normalen Pistons ebenfalls nochmal Pistons hin. So, drücken wir mal das Ganze, okay, das unten funktioniert, das kennen wir schon und drücken wir den Hebel nochmal, dann sehen wir auch oben funktioniert alles, perfekt. Dann setzen wir hier nochmal 3 Blöcke hin und nun können wir unten Blöcke nehmen. Das kann Kies sein, das kann Sand sein, das kann roter Sand sein, das ist völlig egal, ihr müsst einfach nur unten einen Block nehmen, der runterfällt. Also Amboss würde ich euch jetzt nicht empfehlen oder sowas, aber ich nehme jetzt zum Beispiel hier mal Kies. Da nehmen wir 2 Reihen übereinander. Wenn wir das haben, dann können wir unser Tor bauen. Ihr könnt dafür Zäune nehmen oder Eisentore, whatever. Lasst euch was Cooles einfallen. Ich nehme jetzt hier einfach mal dieses Eisengitter. Da setzen wir 3x3 Blöcke, also 3 Reihen übereinander quasi.
Und naja, das war prinzipiell die ganze Technik von dem Tor. So sieht es nun aus. Testen wir einmal genau. Jetzt ist das Tor quasi offen. Hier können wir dann später hindurchlaufen. Und jetzt verschließt sich das Tor auch wieder. Jetzt kommt keiner mehr rein. Okay, jetzt könnt ihr das Ganze natürlich noch verschönern. Ich nehme hier jetzt einfach mal einen Block meiner Wahl. Ihr baut das natürlich so, dass es bei euch am besten reinpasst. Ich baue hier jetzt mal ganz billig einfach so einen kleinen Rahmen quasi außen drumrum. Dann sieht es ein bisschen so aus, als wäre das hier dann quasi der Eingang. Hier nach hinten könnt ihr natürlich dann eure Wände bauen, wo es in eure Burg, euer Schloss, euer Haus, whatever reingeht. Und ja, das war's dann soweit auch schon. Boden könnt ihr natürlich hier auch drauf bauen. Da müsst ihr nicht viel beachten, einfach hinbauen. Decke ebenfalls. Und ja, das ist ja der schnuckelige Eingang quasi. Dann können wir hier auch schon reinlaufen. Was es jetzt aber noch zu beachten gibt, eine Treppe solltet ihr natürlich hinmachen, dass man nach oben kommt. Oder naja, in eurem Fall ist es vermutlich, denke ich mal, im Boden ein bisschen reingebaut, dass es für euch eben passt. Ich baue jetzt eine kleine provisorische Treppe. Aber das Ganze funktioniert noch. Nur das Problem ist jetzt, ihr müsst ja immer runterlaufen für den Hebel. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, den Hebel woanders zu platzieren. Das zeige ich euch jetzt. Zum Beispiel. Angenommen, wir wollen jetzt den Hebel hier an diese Stelle hin platzieren. Dann bauen wir hier einfach mal kurz nochmal eine kleine Wand hin. Und ja, dann kommt hier jetzt der Hebel hin, sagen wir es mal so genau. Und ja, jetzt müssen wir quasi die Wetterleitung nur nach oben legen. Der gelbe Block da unten, wo der Hebel momentan ist, ist der Block Input. Das heißt, wir legen hier jetzt einfach mal eine kleine Treppe aus Blöcken nach unten, wo dann die Wetterleitung später laufen kann. Und ja, dann müssen wir jetzt prinzipiell nur das Redstone hier hochverlegen. Hier müsst ihr einen Verstärker in den Block-Input setzen, sonst funktioniert es nicht. Und von dem Verstärker könnt ihr dann hoch zu einem anderen Hebel gehen. Und wenn wir den Hebel nun betätigen, geht das Tor ebenfalls auf und beim erneuten Drücken auch wieder zu. Und so könnt ihr euren Hebel dahin verlegen, wo ihr es eben braucht. Allerdings müsst ihr aufpassen, wenn die Redstone-Leitung zu lang ist, müsst ihr zwischendurch mal einen Verstärker oder sowas reinsetzen. Aber das war die ganze Technik schon. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Tutorial gefallen hat, wenn das Ganze hilfreich war, wenn ihr das Ganze nachgebaut habt oder nachbauen wollt, dann zeigt es mir doch gerne mit einem Daumen nach oben. Und um keine weiteren Redstone-Tutorials, andere Videos, Livestreams etc. zu verpassen, abonniert mich doch gerne, aktiviert die Glocke, dann bekommt ihr immer Benachrichtigungen. Ich würde sagen, wir sehen uns entweder in einem Livestream oder nächsten Sonntag 17 Uhr zu einem weiteren Video. Bis dahin viel Spaß, haut rein und ciao, ciao!